Das neue Call of Duty wird ein Weltraumshooter. Es wurden Two Worlds 2 Add-ons und Two Worlds 3 gleichzeitig angekündigt und es gibt den angeblichen Release-Termin und Preis der PlayStation 4.5. Hossa Internet, ich bin Michael Obermeier und das sind heute die News. Gleich eine Busladung an Gerüchten gibt es zum neuen Call of Duty. Fest steht da nur, dass das vom Entwickler Infinity Ward kommt und vermutlich kurz vor der E3 angekündigt wird. Jetzt haben sich aber gleich mehrere industrienahe Quellen dazu geäußert, welches Szenario das haben wird. Und die einhellige Meinung hier ist, dass es ein Sci-Fi-Szenario sein wird. Jetzt sagt ihr, kennen wir doch schon, Advanced Warfare und Black Ops 3 waren doch auch schon Sci-Fi-Shooter. Laut Industrie-Insider Shinobi 602 wird das Szenario des neuen Call of Duty aber das von Black Ops 3 aussehen lassen wie die Steinzeit. Es geht also in die sehr weit entfernte Zukunft, weit über das hinaus, was man etwa aus Spielen wie Battlefield 2142 kennt. Und da stehen laut Shinobi Weltraumschießereien an der Tagesordnung. Außerdem hat eine andere Quelle bestätigt, dass dem Spiel die Klassiker Modern Warfare 1 und Modern Warfare 2 beiliegen sollen. Unklar ist momentan, ob es da HD-Remakes gibt oder ob das einfach nur die abwärtskompatiblen Originalspiele sind. Angekündigt werden wird das Ganze, wie gesagt, kurz vor der E3. Riesenüberraschung vom Entwickler Reality Pump und dem Publisher Topware Interactive, denn das totgeglaubte Rollenspiel Two Worlds 2 bekommt massiven Zuwachs. Los geht's mit einem Story-DLC namens Call of the Tenebrae. Der soll am Ende des zweiten Quartals 2016 erscheinen und den Protagonisten zurück ins Reich Antalur bringen. Und da sollen die Rattenmenschen, die sich selbst die Auserwählten nennen, die Macht übernommen haben. Dann soll es kurz danach noch einen zweiten Story-DLC mit dem Titel Shattered Embrace geben. Worum es da genau geht, ist noch nicht bekannt. Beide DLCs sollen übrigens von einem groß angekündigten Engine-Update profitieren. Das soll 8 neue Multiplayer-Karten, einen Co-op-Multiplayer, In-Game-Achievements und deutlich detailliertere Grafik liefern. Aber damit nicht genug. Reality Pump hat außerdem angekündigt, dass man schon mit Two Worlds 3 angefangen hat. Das befindet sich aber noch in der frühen Konzeptphase und soll dann erst in 3 Jahren, also etwa 2018, fertig werden. Reality Pump hatte zuletzt am durchwachsenen Piratenspiel Raven's Cry und der etwas weniger durchwachsenen Neuauflage davon Vendetta Curse of Raven's Cry gearbeitet. Die Hinweise auf die PlayStation 4.5 bzw. PlayStation 4K verdichten sich. Nach unserem Bericht darüber in der letzten Woche haben sich zahlreiche weitere Industrie-Insider gemeldet und der YouTube-Kanal The Know hat diese Quellen zusammengefasst und auch nochmal eigene angezapft und dadurch ergibt sich ein stimmiges Bild, nämlich dass Sony diese neue Version der PlayStation 4 noch zu diesem Weihnachtsgeschäft auf den Markt bringen möchte, in den USA zu einem Preis von $400 und das ist je nach Wechselkurs sind das etwa 360 Euro. Deutlich zurückschrauben sollte man aber seine Erwartungshaltung, was die Leistung der Konsole angeht, denn dieser Titel PlayStation 4K legt natürlich nahe, dass die Konsole Spiele in 4K darstellen kann. Was sie erstmal nur kann, ist Videos in 4K darstellen, also Ultra HD Blu-rays. Spiele hingegen werden auf 4K höchstens abgescaled. Das heißt, wenn man ein 1080p Spiel hat, wird das Bild eben aufgeblasen in ungefähr das gleiche Prinzip, was die PlayStation 4 jetzt schon macht. Wenn sie ein Spiel hat, das nicht nativ in 1080p vorliegt, dann wird es auf 1080p aufgeblasen. Die aktuelle PlayStation 4 kann übrigens nur Bilder in 4K darstellen. Dann gibt es noch Informationen zu den angeblichen Nintendo NX-Controllern und den Leaks davon und stellt sich raus, dass beide Fotos eigentlich Fakes sind. Denn die Macher von diesen Fakes haben gesagt, sie haben das einfach nur gemacht, um das Internet zu trollen. Also war es mal wieder nichts, müssen wir etwas länger abwarten, aber zur E3 in diesem Jahr im Juni soll die Konsole dann hoffentlich offiziell vorgestellt werden. Das war's für heute mit den News. Wir sehen uns morgen zur nächsten Ausgabe wieder. Bis dahin, weiterspielen.